Bist du fit für die Reise? Das war eine ziemlich krasse Nummer heute. Ich schaff das schon. Ich hab eh keine große Erinnerung. Nur, dass wir angekommen sind und dann ist Ende. Der Rest ist einfach nur ein tiefes, schwarzes Nichts. Ist auch besser so, Kelly. Wieso? Was ist passiert? Was habe ich getan? Ach, da war nichts. Du hast ein paar Zähne verloren. Weisheitszähne, die wären eh irgendwann dran gewesen. Ich habe noch Ersatzgebisse für den Fall. Es geht schon. Trotzdem danke. Hey, Leute. Ich glaube, El Brujo schickt mir ein Zeichen von, wo auch immer er steckt. Oder er will mich brandmarken. Das Ding ist immer noch tierisch heiß. Hey, Kumpel. Das mit deinem Onkel tut mir leid. Ihr habt beide Menschen verloren. Und daran bin allein ich schuld. Aber ich habe keine Ahnung, wie man es beendet. Ich fühle mich schlecht. Jetzt komm schon, Ash. Du kannst absolut nichts dafür. Doch, er kann was dafür. Ihn trifft hundertprozentig die Schuld. Und vielleicht sogar doppelt so viel. Du hast mir besessen besser gefallen. Ja, mir auch. Wow. Ich muss ja ein süßes Mäuschen gewesen sein. Ja, so in der Art. Hey, Ash. Wir haben eine Überraschung für dich. Alter. Naja, sie ist nicht aus Palisanderholz. Aber hoffentlich funktionell. Dann kannst du wieder mit zwei Händen steuern. Es fehlen noch gewisse Feinarbeiten, aber eine Faust bekommst du schon hin. Oh. Wie geil, Baby. Danke, Leute. Die schieb ich dem nächsten Untoten tief in den Arsch. Ja!